Was bedeutet dieser drastische Satz von Jesus Christus, wenn er sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor dem Vater. Und wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich verleugnen vor dem Vater. Heißt das etwa, dass zum Beispiel ein wiedergeborener Christ wieder verloren gehen kann, wenn er sich mal für Jesus Christus schämt und sie ihn sogar mal verleugnet? Ist denn das Bekenntnis nun heilsrelevant? Was bedeutet das? Bekenntnis und Verleugnung. Bekenntnis heißt zunächst einfach den Glauben aussprechen. Bekenntnis hat die zweite Bedeutung, Sünde auszusprechen. Hier geht es darum, den Glauben auszusprechen. Das heißt, die Glaubensbeziehung und die Gemeinschaft zu Christus auszusprechen. Verleugnung ist das Gegenteil, das heißt, die Beziehung zu Christus zu verleugnen, zu verneinen. Nun, die Bibel macht eindeutig klar, allein der Glauben ist heilsrelevant, allein der Glauben. Was die Bibel aber tut, die Bibel verbindet oft den Glauben mit dem Bekenntnis, insofern, dass im Herzen geglaubt wird und mit dem Mund bekannt wird. Das heißt, das Bekenntnis ist der äußerliche Ausdruck des innerlichen Glaubens, es ist die äußerliche Mitteilung der Gemeinschaft und der Beziehung zu Christus. Die Bibel geht aber sogar einen Schritt noch weiter an manchen Stellen. Dabei wird Bekenntnis mit dem Glauben quasi gleichgesetzt. Das schließt den Glauben mit ein, sodass der Glaube gar nicht mehr explizit erwähnt wird. Es ist also quasi ein Bekenntnis im Glauben, ein gläubiges Bekenntnis. Wenn es zum Beispiel heißt im Johannesevangelium, wer den Sohn bekennt, der hat den Vater. Hier geht es nicht nur darum, eine biblische Wahrheit auszusprechen vor den Menschen. Es ist ein Bekennen im Glauben. Es schließt den Glauben mit ein. Und diese Bedeutung ist auch in diesem Vers. Es gibt also kein Bekenntnis ohne Glauben. Jedes Bekenntnis setzt Glauben voraus. Wo der Glaube nicht da ist, dann ist es ein unechtes Bekenntnis, ein Lippenbekenntnis. Das ist Matthäus 7. Das sind Menschen, die sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir dies und das getan. Diese Menschen haben ein Bekenntnis, aber sie haben nicht den Glauben. Sie gehen also ewig verloren, haben kein Leben aus Gott, sind nicht wiedergeboren. Die Bibel setzt also zu jedem Bekenntnis Glauben voraus und setzt sogar an manchen biblischen Aussagen das Bekenntnis gleich mit Glauben. Hier geht es nicht um ein situatives Verleugnen und ein situatives Bekennen, so wie zum Beispiel Petrus Christus verleugnet hat am Feuer. Sondern hier geht es darum, Christus zu bekennen, dem Grundsatz nach, in der Haltung, nämlich aus Glauben, und Christus zu verleugnen, dem Grundsatz nach, als Haltung, nämlich im Unglauben. Hier steht nicht, wer Christus oft bekennt oder häufig bekennt oder wer Christus zu oft verleugnet oder einmal verleugnet, sondern das heißt, wer Christus bekennt, dem Grundsatz nach, der Haltung nach, weil er glaubt, und wer Christus verleugnet, dem Grundsatz nach, in der Haltung, weil er nämlich nicht glaubt, weil er ungläubig ist. Wenn Christus Menschen verleugnet, dann bedeutet das immer Verdammnis. Es heißt nicht, ja, diese Person ist mir unbekannt oder ist ein Ausdruck von Antipathie, sondern es ist und bedeutet Verdammnis. Wenn Christus jemand verleugnet, bedeutet es Verdammnis. Und der Zeitpunkt wird sein, wann Christus zeigt, zu wem er sich bekennt und wen er verleugnet, das wird bei seiner Wiederkunft auf die Erde sein. Da wird Christus deutlich machen, auf welche Seite der Menschen er sich stellt, auf die Seite der Gläubigen. Das wird dann offiziell sichtbar und offenbar. Das ist der Zeitpunkt, wo er sich zu den Gläubigen bekennt vor dem Vater. Wird Jesus Christus wiedergeborene Christen verleugnen? Niemals, niemals. Dieses Verleugnen ist ein Ausdruck von Unglauben. Und die Position, die Christus einnimmt für die Gläubigen, ist ja exakt die Rolle als Sachwalter und hoher Priester. Das heißt, Christus vertritt immer die Gläubigen vor dem Vater als Sachwalter und hoher Priester. Christus wird nie einen wiedergeborenen Christ verleugnen. Jeder gläubige Christ ist ein Überwinder und Offenbarung sagt eindeutig, Christus stellt sich auf die Seite der Christen,
der wiedergeborenen Christen und bekennt sich vor dem Vater. Was heißt das nun in der Praxis für die Gläubigen? Es geht hier nicht um ein situatives Bekennen oder Verleugnen. Das heißt, der Gläubige verliert nicht sein Heil, wenn er sich für Christus mal schämt und sich sogar verleugnet, wie Petrus. Er verliert nicht sein Heil, aber seine Belohnung. Das soll das nicht entschuldigen. Die wiedergeborenen Christen haben die Verantwortung, sich zu Christus zu bekennen. Und das ist ein Teil der Nachfolge. Und wenn sie das nicht tun, dann ist das tragisch. Sie verlieren dabei die Belohnung, aber definitiv nicht die Errettung.